Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate? Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Hm. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Ach, die auch Orte. Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Na, geht doch. Da oben sind Lüftungsschächte. Nathan, schau dir das mal. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast kein Licht. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Sackgasse. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Gut gemacht. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden.
Na, geht doch. Hier entlang. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Il parrucchino in quella roba sul naso. Ne, gibt's hier wirklich mehr. Portali. Tanto non capirebbe la. Sai che questa gente non piace aspettare. Questa gente. Mist. Ok. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut.
Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bau rein. Alter, ist noch hoch. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Okay, es ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste.